Hallo und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Ja, wie ihr gemerkt habt, wurde das Wochenende über, oder auch nicht bemerkt habt, was auch immer, wurde am Wochenende kein Part hochgeladen. Das lag daran, dass der nette Herrn Gyros mit seiner Freundin zum Victor, also zum Müllermilchmann, gekommen ist und der Jay und ich natürlich dann auch das Wochenende über beim Victor waren. Ich denke, da wird auch ein Video hochgeladen, was wir, weil wir haben ziemlich viele Real-Life-Videos gemacht, so vlogartig und ja, werden wir noch gucken. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt hier erstmal weitermachen. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wo genau wir stehen geblieben waren. Stimmt, genau hier waren wir. Weil da hatten wir hier diese verlorene Seele geholt und... Ja, dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Auf jeden Fall konnten wir hier nicht rüber. Da gab es irgendein Problem. Können wir uns auch nicht mit irgendwie sowas... Nee, da gibt's nichts. Dann gucken wir uns mal weiter um. Da vorne haben wir diesen Gesundheitsstern geholt. Ach, da ist sogar wieder einer. Dann nehmen wir den noch direkt wieder mal mit. Das Mofa... War das ein Mofa? Dann haben wir jetzt ein Mofa mitgenommen. Warum auch nicht? Mofas, ja, kennt man doch, sind doch immer sehr effektiv. Ich höre die ganze Zeit komische Sachen. Es knuspert. Oh. Okay, dann scheint es jetzt mal wieder loszugehen hier. Dann werden die halt mal wieder eine Runde geschnetzelt. Auf geht's und nee, so wollte ich und weil ich hatte im Training mal was ausprobiert. Ach, so ein Typ. Fick dich. Bastard. Nicht schon wieder mache ich so eine Scheiße hier mit. Du auch nicht. Piss dich. Scheiße, habe ich einen Treffer abgekriegt. Ui, schnell weg, der rastet glaube ich gerade aus. Ah, da haben wir ihn doch schon. Sehr gut. Das war schon der letzte. Nicht schlecht. Obwohl. Ne, ja doch. Das war der letzte. Dann scheint es so, als müssten wir jetzt hier oben hoch. Alles klar, kein Problem. Was haben wir hier? Nichts. Ach, und jetzt kommen wir auch nicht mehr zurück. Alles klar. Verpiss dich. Kein Bock. Da, oh, was? Ja. Das ging schnell. Scheiß Kettensägenbastard. So. Gehen wir hier weiter. Ah, die Spinnen nehmen wir natürlich. Ach, so. Nehmen wir natürlich wie immer mit. Ah, da geht's lang. Zack. Warte. Kommt man von hier auch da? Nee. Aber da will ich hin. Erstmal nehmen wir die Gesundheit noch mit, sehe ich was. Aber da oben ist so ein Asthmatiker. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Oh, scheiße, jetzt muss ich wieder bis nach ganz oben. Egal. Warte. Ah, das ist, glaube ich, einfach nur, ja, wieder irgend so ein komischer Schmandhaufen. Den können wir, glaube ich, einfach nicht mitnehmen. So. Ah, nee, ich glaube, da kommen wir einfach nicht hin. Das ist nicht möglich. So, nochmal versuch ich's nicht. Können wir ja immer noch später machen. Dann gucken wir einfach mal, wie das Level hier weitergeht. Auf geht's. Da lang. Dann ziehen wir das aus der Wand raus. Komm her. Sehr gut. Warum auch immer die Teile genau so stehen, dass ich... verarsch mich doch nicht. Was soll das denn? Mann. Also müssen wir doch nochmal hier hoch. Aber ist ja alles kein Problem. Dann machen wir schon. Dann müssen wir
anscheinend ein bisschen warten, bis sich die Plattform genau in unsere Richtung... Warum ist da... Okay. Ach, wenn man hier runter... Oh, ich hätte von unten hier hochgehen können. Toll. Egal. So, du... Dann dahin. Ah, das wäre diese komische blaue Rose. Jetzt sehen wir bestimmt wieder irgendwas aus der Vergangenheit. Durch den Strudel geht's wieder ab. Du bist kein Mensch, du bist kein Mensch. Ach, jetzt sind wir wieder bei dieser komischen riesigen Statue. Ich hoffe, dass wir hier wieder irgendwas Neues bekommen. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Mal gucken. Aber der Parcours sieht schon besser aus. Was? Neue Fertigkeit freigeschaltet. Engelsschub, jawohl. Befördert Dante vorwärts, solange er sich in der Luft befindet. Okay, Q plus Leertaste. Ah. Okay, interessant. Dann können wir damit halt so ein bisschen weiter in der Luft kommen. Und können dann größere Entfernungen überbrücken. Alles klar. Das sieht doch wunderbar aus. Ich glaube... Nee, das ist nicht die letzte Kette. Da ist noch eine... Ach, da sind ja noch ganz viele Ketten. Mal gucken, wie viel wir noch kaputt machen müssen. Was? Nein! Verwende einen Schub gegen Ende eines Sprunges, um einen größeren Abstand zu überwinden. Ich hab's doch ge... Meine Güte. Was war das denn? Der hat eine Rückwärtssalto gemacht. Also... Irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie hat es gerade nicht funktioniert. Aber wie oft müssen wir es hier noch... Oh, was ist denn los hier? Ich drück doch Q und Leertaste. Hm. Ich glaube, man muss erst Q und dann Leertaste drücken. Und ich weiß, boah, jetzt habe ich so viel Leben verloren für so einen Scheiß. Ganz toll. Müssen wir da runter? Ich glaube schon. Oder befindet sich hier noch irgendwas? Ne, sieht nicht danach aus. Hm? Hui. Hier oben auch nicht. Ne, auf keinen Fall. Gehen wir einfach mal weiter da lang. Halte Q gedrückt, um den Schub zu verlängern. Ja. Das war auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. So. Durch die Tür durch. Da haben wir wieder so. Was? Ah, nice. Nein, nein, ma oh. Ach so. Ah, so jetzt. Langsam krieg ich Sinn. Ja, genau das wollte ich gerade auch sagen. So langsam kriege ich Sinn, ja, weil irgendwie habe ich es jetzt, glaube ich, durchblickt. Was Schub und Dämonenanker können. Ach du Kacke. Okay. jawohl. Das ist ja vollkommen Gehirnzerstörung. Aber das wird schon. Da können wir. Nee, das ist Quatsch. Achso, wir sind auch schon wieder am Ende. Haben wir wieder eine neue Fertigkeit und machen noch eine. Oh, falsche Waffe. Machen noch das Ding hier kaputt. Zack. Da fällt auch schon die nächste Kette runter. Wir werden wieder ziemlich creepy angeguckt. Ich mag die Statue immer noch nicht. Trotzdem will ich wissen, was da abgeht. Wow, da war gerade irgendwie so ein Flau, der auf mich zugelaufen ist, glaube ich. Oder ich habe einfach nur Halluzinationen. Oh, ich höre wieder Kampfmusik. Jawohl. Pathos. Was auch immer. Fliegende Ratten, ja, vollkommen richtig. Komm her. Was tun die? So, ich muss mal kurz eine Combo ausprobieren, die ich... Ja, genau, das meine ich. Zack. Ah, du schon wieder. Ach, falsche... Boah. Gleich... Oh, schon... Meine Güte, so, jetzt aber... Schild ist weg und zack und komm in die Luft. Verpisst euch einfach alle, dann wird's schon einiges besser. Zack,
Ah, da ist er schon weg. Komm her, du Pimmelgesicht. Den Kettensägenmann haben wir. Oh, zwei Kettensägenmänner sogar. Oh, da müssen wir weg. Der rastet aus. Oh, der auch. Oh, ach du Scheiße. Nee, ah. So, jo. Hey, wo sind sie jetzt hin? Da. Mein Gott, raste doch nicht instant aus. Ah, verdammte Scheiße. Naja. Nein, nicht schon wieder. Hey! Der ist einfach nicht von der Kante runtergesprungen. Was soll denn sowas? Ah, da haben wir einen. Ja, genau, und jetzt erwischt. Da haben wir viel zu viel Leben verloren mal wieder. Cat, bin auf dem Weg. Aber erstmal hing hier doch. Ah, der Sack ist nicht mehr da, schade. Vielleicht. Ah, genau. So. Nee. Hä? Ich mach doch. Ach ja, da kommen wir ja nicht hoch. Ich glaube, ich muss dann erst dahin. Ach. Ah, da kommen wir irgendwie nicht ganz hin. Egal, können wir auch später holen. Die sind ja jetzt nicht wichtig für die Hauptstory. Jetzt kommen wir nämlich auch hier drüber. Ist das Gesundheitskreuz wieder da? Wahrscheinlich auch nicht. Nein. Aber ich kann noch hier bei meinen Gegenständen. Stellt einen Teil von. Ja. Sollen wir den verwenden? Ah, erstmal nicht, erstmal nicht. So, jetzt ist da doch gar kein Problem mehr, hier rüber zu kommen. Richtig gut. Und wir sind wieder auf dem Weg in die normale Welt aus dem Limbus heraus. Wie es uns immer versprochen wird. Ja, wir holen dich auf jeden Fall daraus. Die mächtigste Investmentbank der Welt. Und wer leitet sie? CEO Kyle Ryder. Eine menschliche Hülle. Das physische Erscheinungsbild von Mundus. Durch Schulden kontrolliert er die ganze Welt. Für Mundus ist die Welt eine Zuchtfabrik für menschliche Seelen. Und er hält sein Vieh gut überwacht und fügsam. Für die Überwachung verantwortlich ist die Raptor News Corporation. Ein globales Netzwerk von Überwachungskameras. Satelliten und Spionen. Das Mittel zur Fügsamkeit ist allerdings etwas hinterhältiger. Was denn? Du trinkst es gerade. Das erfolgreichste Erfrischungsgetränk überhaupt, Virility. Die Rezeptur ist dämonisch. Ist okay. Es hat keine Wirkung auf uns, nur auf Menschen. Lobotomie aus der Dose. Wie gehen wir vor? Das ist das Höllentor. Die Verbindung, aus der Mundus seine Macht schöpft. Solange er mit dem Höllentor verbunden ist, ist er unsterblich. Doch wenn wir ihn fortlocken könnten, würden unsere Schwerter ausreichen. Und wie machen wir das? Seine Aufmerksamkeit wecken. Mundus ist engstirnig und impulsiv. Wenn wir ihn so wütend machen, dass er die Kontrolle verliert, wird er sich uns zeigen. Okay, also um Mundus zu töten, müssen wir ihn vom Höllentor weglocken. Und dazu machen wir ihn wütend. Ganz grob gesagt, ja. Und wütend wird er, wenn wir das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen. Genau. Und womit sollen wir anfangen? Das ist eine gute Frage. Was machen wir zuerst kaputt? Aber das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Mission erfahren. Erstmal gucken, was wir wieder für Punkte gemacht haben. Ja, Zeit war jetzt nicht so der Hammer. Ich habe halt ein bisschen rumprobiert. Aber die Spielpunkte laufen. Fortschritt auch nicht sehr weit. Aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich meine, es ist gar nicht mal so schlecht. Und wir haben einen Verbesserungspunkt bekommen. Dann gehen wir erstmal ins Hauptmenü für den Verbesserungspunkt. Wo war es nochmal? Ja, erstmal auf Fortfahren und dann laden. Verbesserung. Was verbessern war? Ich wäre ja mal stark für, obwohl, vielleicht die Fertigkeiten, da gibt es jetzt ja einiges mehr. Nee. Was? Folge einem Engelschwung mit einem gut abgepassten Aufwärtshaken, der Gegner in die Luft befördert.
vor Aufprall während des Schwunges. Bitte was? Was auch immer. Ist irgendwie noch nicht so nett, das auch nicht. Nee, ich will die Waffen verbessern. Komm, die Sense. Zerspalter. Das gefällt mir. Den nehmen wir mal. Alles klar. Aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Und dann würde ich mal sagen, falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, was auch immer. Ich würde mich über alles freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.